Stellt Terrace ein Pokémon mit den Typen Pflanze und Boden, existiert seit der 4. Spielgeneration und ist die 2. Entwicklungsstufe von Shellast und Shellcarra und ist somit neben Panferno und Empoleon eine der Endentwicklungen der Starter-Pokémon aus der Sinnoh-Region. Shellterra ist ein dinosaurierartiges Pokémon mit einem gewaltigen Panzer, der vom Kopf bis zum Ende des Rumpfes reicht und an eine Landschaft erinnert. Der Kopf ist mit grüner Haut bedeckt, welche sich auch über den restlichen oberen Teil von Shellterras Körper erstreckt. Von unten gesehen hat es eine braune Haut. Mittig auf beiden Seiten des Kopfes finden sich zwei Augen, bestehend aus einer weißen Lederhaut und einer roten Pupille. Ganz vorne am Kopf hat es eine große schwarze Nase und darunter ein zackig geformtes Maul, welches nahtlos in die Augen übergeht. An den Seiten des Kopfes hat Shellterra zwei lange steinerne Hörner. Der Panzer ist an der Seite mit einem grauen, ebenso steinernen breiten Ring umgeben. Innerhalb dieses Rings ist der Panzer mit Gras bedeckt. Auf der rechten Seite finden wir ein kleines unbewachtes Stück Erde, auf welchem ein Baum mit einer großen Baumkrone steht. Auf der linken Seite hingegen ragen drei große, spitz zulaufende Steine nach oben, die ein wenig mit Moos bewachsen sind. Am hinteren und am vorderen Ende des Panzers hat Shellterra noch jeweils ein graues Sechseck, welches direkt in den Außenring übergeht. Die vier dicken und kurzen Beine sind braun und haben am unteren Ende jeweils die drei weiße Krallen vorne und eine graue Zacke hinten. Es verfügt ebenso wie Shellterra über einen kurzen Schweif und scheinende Exemplare unterscheiden sich nur dadurch, dass die braunen Stellen am Körper durch ein Gift grün ausgetauscht wurden und der Panzer wirkt etwas heller. Mit seiner Endentwicklung kann Shellterra unter anderem mächtige Pflanzenattacken wie Gigasauger und Blättersturm einsetzen. Shellterras Fähigkeit ist Notdünger, welcher die Standardfähigkeit aller Starter-Pokémon des Typs Pflanze darstellt. Besitzt ein Pokémon mit Notdünger nur noch ein Drittel oder weniger seiner maximalen Kraftpunkte, erhöht sich die Stärke von Pflanzenattacken um 50%. Werden Kraftpunkte jedoch regeneriert, normalisiert sich die Stärke wieder. Durch seine versteckte Fähigkeit Panzerhaut erleidet es keine Volltreffer mehr, auch nicht durch Attacken wie Eisesodem oder Bergsturm, die eigentlich immer einen Volltreffer mit sich ziehen. Stattdessen erleidet es einen normalen Treffer. Attacken, die von Pokémon mit der Fähigkeit Überbrückung, Turbobrand oder Terravolt eingesetzt werden, können dennoch zu Volltreffern werden. Durch den Baum auf dem Rücken ist es auch in der Lage, das Sonnenlicht zu absorbieren und damit Attacken wie Synthese einzusetzen. Und wie alle Pflanzenstarter-Pokémon ist es auch mit genügend Zuneigung dazu in der Lage, von einem Attackenlehrer die Attacke Pflanzensoll zu erlernen und unter anderem in Kombination mit Feuer- oder Wassersäulen einzusetzen. Shellterra lebt wie seine Vorentwicklungen Shellast und Shellcarra an Wasserquellen in Wäldern. Es ist außerdem anderen Pokémon gegenüber sehr friedlich gesinnt. Da sein Rücken sehr ruhig ist, fangen manche Pokémon an, dort Nester zu bauen. Manche werden sogar auf dem Rücken eines Shellterras geboren und verbringen dort ihr ganzes Leben. Wenn Shellterra umherziehen, werden sie aufgrund der Bäume auf ihrem Rücken von den Menschen gerne wandernde Wälder genannt. Bei der Entwicklung wird das Gewicht und die Größe mehr als verdoppelt. Dies könnte eventuell an seinem Baum auf dem Rücken liegen. Sein allgemeines Erscheinungsbild wird etwas dunkler und im Gegensatz zu Shellterra besteht nun fast sein ganzer Panzer aus Natur, während er bei Shellast nur aus einem Pflanzensprossling bestand. Dabei wird die Entwicklung in den Spielen von Shellast zu Shellcarra auf Level 18 und zu Shellterra auf Level 32 ausgelöst und mit seiner neuen gewonnenen Typenkombination aus Pflanze und Boden ist es immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Boden- und Gesteinattacken, doppelten Schaden gegen Flug-, Käfer- und Feuerattacken, vierfachen Schaden gegen Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.